Ja, hallo? Hallo, Hallo? guten Tag. Ja? Hallo, Daniel Punz im Apparat, Direktor Vertriebspartner der Mastercard. Habe ich den Herrn Dimitri Bagatov erreicht? Ja, richtig. Hallo. Guten Tag, Herr Bagatov. Wie Guten gesagt, Tag. wir rufen Sie von der Mastercard an, um mitzuteilen, dass Sie von uns eine neue Mastercard im Golddesign per Post nach Hause geliefert bekommen. Okay, wie kommt das? Also, die Karte kommt ohne Jahres- ohne Monatsgebühren, total superfrei und jetzt können Sie einen Kredit bis zu 7.500 Euro über die Karte aufnehmen, okay? Krass. Und warum kriege ich denn Karte? Habe ich das gewonnen? Ja, Sie haben also Interesse für eine Karte gezeigt, wahrscheinlich über Ihre Bank oder irgendwas in der Art und deswegen rufen wir Sie direkt an, okay? Über was bitte? Über meine Über Ihre was? Bank, ja. Mein Bank? Ja, ich habe neulich mal mit meinem Bankmenschen sprechen. Hat er bei Easy angerufen? Ja, die Daten kriegen wir eigentlich von allen Banken in Deutschland und dann rufen wir die Klienten an, die Interesse für eine neue Karte gezeigt haben. Verstehen Ach Sie? so, weil ich bin da gewesen, weil wir wollen für Haus ein bisschen bauen. Und da hat er gesagt, ja, ich werde dir ein Angebot erstellen. Und jetzt hat er gesagt, Sie sollen bei mir anrufen. Ja, wir rufen Sie genau, richtig. Von der Herr Schulz von Postbank? Wir rufen, ja, die Informationen haben wir von der Postbank. Wir wissen nicht, wer richtig die Informationen geschickt hat, aber wir Ach rufen Sie so. direkt von Mastercard an, Herr Bagatov. Ja, okay. Und Okay. wie wird das geschehen? Was muss ich machen? Also, Sie werden von uns die Unterlagen in den nächsten 3 bis 4 Tagen an Ihre Hausadresse geliefert bekommen und Sie müssen eine Ausgabegebühr von 98,90 per Nachname bezahlen. Ist das okay mit Ihnen? Wie viel kann ich Geld nehmen bei Karte? Sie können die Karte normal benutzen, alles wie immer Sie wollen. Also Sie können Da. 7.500 Euro auf die Karte kriegen, Da. über die Postbank, aber Sie müssen, wenn Sie die Unterlagen von uns kriegen, Ja. müssen Sie 98,90 per Nachname bezahlen, okay? Also wegen der Unterlagen und all den Sachen, Wegen die Sie des kriegen. Also Sie kriegen Unterlagen. von uns AGBs und so weiter, deswegen müssen Sie das bezahlen, okay? Muss ich Ihnen noch eine Verdienstabrechnung von meinem Arbeitgeber schicken? Nein, kein Problem. Sie werden alles von uns kriegen, aber wie gesagt, Sie haben nur diese Ausgabegebühr von 98,90, die Sie bezahlen müssen. Ist das okay mit Ihnen? Weil der von Postbank hat gesagt, musst du diese Unterlagen, das, das, das. Ich habe das alles hier eingescannt bei Computer. Soll ich Ihnen bei E-Mail schicken? Nein, Sie kriegen von uns noch ein paar andere Unterlagen mit den AGBs. Was denn? Sie kriegen noch mehr Unterlagen von uns wegen Ihrer Sicherheit und so weiter. Ja, aber ich muss Ihnen doch meine Unterlagen schicken für Wir haben Bonität. hier. Nein, das machen Sie ab mit Ihrer Bank. Wir machen hier nur die Grundinformationen, damit wir Ihnen die Karte schicken können. Ach, Verstehen Sie? Alles andere machen Sie über die Postbank. hat der Schulz Ihnen das schon gesagt, dass ich Geld habe und dass Sie mir das geben können? Wie viel haben Sie Geld? Ja, viel, aber der hat ja gesagt, man muss ja Bonität nachweisen. Ja, weiß ich, aber Sie wissen doch, dass Sie mit dieser Karte, die von Mastercard kommt, direkt die Bonität und die Schufa umgehen können. Verstehen Sie? Ach, das muss ich nicht. Ich habe genug Geld. Ich brauche nicht, mich zu verstärken. Ja, weiß ich, aber diese Karte ist eigentlich schufafrei und ohne Bonitätsprüfung. Das wissen Sie doch, Herr Bagatow. Ja, Das hat können. Ihnen der Herr, Schu das hat Ihnen der Herr Schulz wahrscheinlich nicht gesagt, ja? Nee, hat er nicht gesagt, aber können wir trotzdem Bonitätsprüfung machen? Das ist für meine Sicherheit besser. Ja, okay, kein Problem. Also, wir haben hier Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden unsere Kontakte für die E-Mail-Adresse schicken, aber zunächst müsste ich noch eine kleine Aufzeichnung des Gesprächs machen, also nur die Grundinformationen überprüfen, okay? Ja, warte mal noch. Du musst mir noch sagen, wie ist es denn, wenn ich das Geld nehme? Muss ich in ein Jahr zurückbezahlen? Nein, Sie können auch 2, 3 Jahre hängt von der Postbank ab, wie Sie das macht, okay? Das hängt von dem Herrn Schulz ab, wie Aber Sie mit ihm wieso? machen, okay? Aber wieso von Postbank? Das ist doch Mastercard, ist doch eigene Firma. Ja, Mastercard eigentlich Firma, aber Sie benutzen sie über die Postbank, richtig? Ah, ich verstehe. Langsam Ja. verstehe ich. Und was muss Ja, man, die Karte können Sie überall benutzen, aber was jetzt Ihre eigentliche Bank, die Postbank ist, benutzen Sie jetzt in der Postbank, verstehen Sie? Wenn Sie Ja. später wollen, können Sie sie in der Volksbank benutzen oder irgendwo anders in der Raiffeisen zum Beispiel, okay? Wie ist das denn mit, kann ich das bei Ausland auch benutzen, wenn ich zu meiner Ja, Sie Familie nach können es auch Russland in, fahre? ja, das ist das, ja, das ist das Gute daran. Sie können es auch in Russland benutzen ohne die Provision, weil sie direkt von Mastercard kommt. Ich Ja. verstehe. Und Ja, wie? deswegen müssen Sie die 98,90 bezahlen, weil Sie haben viele
Verbesserungen mit der Karte, verstehen Sie? Ja, ich habe verstanden. Und wie ist das Okay, dann, da. wenn ich das Geld nehme für Ja. den Hausbau? Was muss ich dann bei Ihnen, weil wir müssen das dann ja so bei, muss ich nochmal mit Schulz reden, Sie wie müssen bei lange uns ich nicht Zeit machen, habe? hören Sie, Sie machen nichts mehr mit uns direkt. Sie nehmen die Karte, gehen zu Ihrer Bank, sagen, ich will das Geld, die Bank ist Ihnen verpflichtet, das Geld auszuzahlen, weil die Karte direkt von Mastercard kommt. Ja, das habe ich ja verstanden. Ich bin ja nicht dumm. Wir haben Schulen in Russland. Ich wollte nur Ganz. wissen, was muss ich, wenn ich das nehme und nach 3 Jahren wiederbringen, wie viel muss ich Zinsen bezahlen? Zinsen, Sie wissen doch, das hängt von der Postbank ab. Das müssen Sie mit der Postbank überprüfen. Also, aber ich glaube, es ist keine hohe Summe. Also es ist irgendwas Kleines. Unter Ja, 5%, glaube ich. unter 5%, das klingt ja Ja. gar nicht. Und wie heißt jetzt Ihr Firma? Meine Firma. Ja, bitte. Wir sind von 4D Marketing, den direkten Vertriebspartner der Mastercard. Wir machen nur die Kontakte für die Mastercard direkt, weil Sie wissen, dass das eine globale Firma ist und dass sie Richtig. nicht direkt alle Anrufe machen kann. Das ist richtig, aber weißt du, Mastercard hat ja eine gute Reputation, ist ja eine große Firma, ne? Ja, aber wissen Sie, wie viel dann, also wie viel die Läufe der Gespräche gehen? Sie, eine Firma kann das nicht global, verstehen Sie, sie ist eine globale Firma. Das Wir ist arbeiten als global. eine deutsche Abtei nur für Deutschland. Ja, wo Also in ist. Russland hat, verstehen Sie, Ja. in Russland hat sie eine eigene Firma, die Anrufe macht und so weiter. Ich mache Ihnen nur ein Beispiel, okay? Ja, kann ich. Haben Sie einen Kollegen von Russland, mit dem kann ich reden? Nein, leider nicht. Wir sind alle deutschsprachig hier. Ja, das hört sich aber nicht so an. Wo kommst du her, Ja, weiß. Bruder? Ich komme eigentlich aus Kroatien, aber ich lebe seit 15 Jahren in Deutschland, in Seit München. 15 Deswegen habe Jahren. ich den Job gekriegt, ja? Na, okay, ich verstehe. Und den anderen da, sind das, wie viele richtige Deutsche hast du bei Callcenter? Entschuldigung, wie bitte? Wie viele richtige Deutsche sind bei deinem Callcenter? Also so Deutsch-Deutschen. Direkt Deutsche. Wollen Sie vielleicht mit einem, der richtig Deutsch spricht, ja? Ja, kannst du mir geben, bitte. Okay, einen Moment bitte. Danke. Hallo. Hallo, guten Ja, Tag. schönen guten Tag. Mein Deutsch ist auch nicht so perfekt, aber wir werden uns verstehen können. Ja, ich habe Ich hoffe den es, weil Kollegen. das ist Ende des Arbeitszeiten und meisten Kollegen sind weg. Ah, das ist ja schön, dann können Sie nachher schön Romantik machen. Weil ich habe die Kollegen nicht verstehen, das ist ein bisschen schwierig, der wollte mir erklären. Also nämlich, es geht um eine neue Mastercard, Ja. Prepaid Mastercard im Gold Design. Wir können die per Post nach Hause bei Ihnen zuschicken, auf Ihre Adresse. Anfang des Jahres gab es ein paar Änderungen hier bei uns, und Ja. zwar, ob Sie jetzt einen Bedarf haben oder nicht für sowas. Ja. Die Jahres- und Monatsgebühren werden komplett gestrichen. Okay. Und nur einen kleinen Moment, ich muss meine Unterlagen jetzt hier nehmen. Also ich habe Platzarbeit gewechselt. Also ja. Ah, okay. Sind Sie schon auf die Also Flucht es. vor Polizei? Nee, nee. Ah, okay. Also ich bin bei der Kollegin auf dem Tisch jetzt. Ah, auf Also die Tisch? Sehr geil. die Jahres- und Monatsgebühren werden komplett gestrichen. Es wird keine Bonitäts- oder Schufa-Prüfung durchgeführt, also Da. schufafrei. Und optional bekommen Sie eine Kreditofferte bis zu 7.500 Euro. Ja, Sie und zahlen was? eine einmalige Ausgabegebühr von 98,90 per Nachname. Und wie gesagt, die Zahlung ist einmalig. Die Unterlagen würden Sie in ein paar Tagen an Ihre Hausadresse geliefert bekommen, inklusive des Vouchers mit den AGBs. Und mit dem Voucher, Sie können die Karte aktivieren und Sie haben Widerrufsrecht von 14 Tagen. Wäre das etwas für Sie, Herr Bagatow? Und wie heißt Ihre Firma? Also wir sind 4D Marketing, direkter Blöd. Vertriebspartner von Mastercard. Und Sie würden die Karte, also die Mastercard direkt von der Mastercard bekommen. Ich habe da noch mal ein. Du hast jetzt Feierabend, richtig?
Möchten Sie das oder möchten Sie es nicht? Ja, ich habe noch eine Frage. Haben Sie noch eine Minute? Ja, sagen Sie. Ja, ich wollte fragen, schämen Sie sich eigentlich nicht, die Leute am Telefon anzulügen und zu betrügen? Finden Sie das in Ordnung? Wie können Sie sagen, das ist eine Lüge? Sie würden unsere Unterlagen bekommen und Sie haben Widerrufsrecht. Nein, Das ich ist will so das in ja gar nicht. Deutschland. Ich habe mit dem Also, anderen Sie gesprochen, kennen der hat mich mich die ganze Zeit betrogen, also, angelogen. Der andere das hat mich ist die was ganze anderes, Zeit aber Sie kennen angelogen. mich betrogen sein mit Widerrufsrecht. Also, wieder Herrn, Dankeschön. Ja, such dir ordentlich Arbeit. Super! Wieder mal für die Marketing und wieder mal einer, der krass gelogen und betrogen hat. Klar, der ruft an von meinem Bankmanager. Klar, der hat alle Info von Herrn Schulz über mich. Klar, läuft alles über die nicht existente Postbank, bei der Dimitri sein nicht existentes Konto hat. Also, wenn die euch anrufen, auch wenn es verlockend klingt, nehmt euer Kalaschnikow und schießt bei Telefon, damit die euch nicht mehr können anrufen. Und wir werden weiter arbeiten, um die immer wieder bloßzustellen, was die mit euch für ein Scheiße machen, wenn ihr nicht aufpasst, mein Brüder. Wir sehen uns und hören uns.